So, wir kommen zur dritten Folge von Gold Rush to Gain. Wir sind am Tag 2, 5 Uhr morgens. Ich habe geschaut wie ein Blöder. Ah, so. Unsere Matten sind voll. Kann ich euch, aber es ist dunkel wahrscheinlich. Also hier, das hat mal, das Stück habe ich jetzt schon ausgebuddelt. Die Matten sind jetzt voll. So. Na, jetzt sieht man es ein bisschen besser, es wird hell. Was mache ich jetzt mit den Matten? Trennen. So. Und nu, wohin damit? Ah, hier. Ah, guck mal. Kannst du in den Eimer reinschmeißen. Du brauchst klares Wasser, um... Ah! Okay. Ah, das geht im Eimer. Ja, das ist ja geil. Benutzen. Dann holen wir uns mal einen Eimer. Und machen da mal ein bisschen Wasser rein. So, dann... stellen wir den hin. Ah, alles klar. So, da brauchen wir jetzt wahrscheinlich 4 Eimer, schätzungsweise. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir den Scheiß nicht umschmeißen. Achso. Dann lieber ein bisschen Abstand halten. Oder kann man das jetzt doch nochmal da rein? Ah, okay, man kann alles in eins. Okay. So. Die sind wieder sauer, okay, dann können wir das hier offen, die können wir da reinschütten, oder? Ja. So, sehr schön. Mir stellt, so, was mache ich jetzt mit dem? So, jetzt müssen wir mal Tab drücken. Digtube. Goldschürfen graben. Wie kann man denn das wieder zuklappen hier? So, das habe ich ja jetzt gemacht, Wasserpumpen. Ja, das, okay, das brauchen wir ja nimmer. Maschinen, Unterstützungssystem, aber wie kriege ich jetzt denn das aus den Matten das Gold raus? Transport. Aussieben, was ist das denn? Na, das ist ja die, das ist die mobile, okay. So, warte mal, jetzt gucken wir hier Matten. Genau, die kommen da rein.
Was für eine Friemelarbeit. Aber ich habe doch hier bei der schon Matten. Ist ja klar, dass ich die da reintun muss, wenn ich bei der kleinen Matten habe, aber ja bei der großen auch Matten. Das ist ja irgendwie... Jetzt kommen noch Gitter drauf. Okay. Aber ich glaube, der zeigt dir nur, wie es, also wie das, ja. Und so weiter. Ah, okay. Zeigt dir nicht graben und waschen. Aufbau. Was mache ich jetzt mit diesem Eimer? Da baue ich den, da baue ich den Waschtisch, oder? Klar, Arbeit. Gold Waschtisch. Da baue ich bestimmt den Waschtisch. Also Stromaggregat, Waschtisch. Pumpe habe ich ja. Okay, also Stromaggregat, Waschtisch und hier so ein Rohr. Gut. Dann nehmen wir den auf jeden Fall mal auf und haben den dahin. So. Man kann doch hier noch einen zweiten Schlauch anschließen, oder? Ja. Kann ich den Waschtisch, kann ich das alles hier stehen lassen? Dann stellen wir den Waschtisch hier hin. Genau, also Stromaggregat. Waschtisch. Kommt hier raus? So. Stromaggregat. Und das ist eng. Ah, hier muss ich wieder laden. Ah, okay, alles klar. Da lädt immer nur einen kleinen Ausschnitt von der Map. Okay, verstanden. Ich hab die kleinen Ruckler, aber... Das macht jetzt eigentlich nichts. So, dann müssten wir hier eigentlich direkt beim Händlerhaus rumfassen. Ah, da hätte ich hier den rechten Weg nehmen sollen. Aber macht nichts. Können wir auch hier lang fahren. Also, wir brauchen... den Waschtisch. Was ist das denn hier? Magnetitabscheider. Was kann der denn? Ist das das gleiche wie der Magnetitabscheider?
Also Strom brauche ich auch. Wasser. Drei Eimer. Okay, also dann kommt da das Dreckwasser rein. Okay, das ist quasi das Gleiche, nur anders. What the fuck, der kostet 6.000. Okay. Wir kaufen den. Dann brauchen wir das gleiche. Also wir brauchen noch Stromaggregat. Das kostet nicht so viel. Dann brauchen wir ein einfaches Stromkabel. Das dürfte dieses hier sein. Stromkabel und noch so ein dünner Schlauch hier. Was ist das hier? Hydraulikschlauch, ne. Hydraulikschlauch war ja nicht. Ja, dann müsste es eigentlich gewesen sein. Genau, das Ding hier. Einmal habe ich genug. Mobile Waschanlage. Magnetitanhänger. Okay. So, 13.000, ey, Wahnsinn. Nu gut, Klapp auf. Hoppala. Passt das so rein? Ja, das muss man wahrscheinlich so reinstellen. Klappe zu, so Stromkabel. Und Wasserleitung. So. Mehr brauchen wir ja nicht. Einmal habe ich. Oder soll ich noch ein paar Eimer mitnehmen? Komm, ich nehme mal noch drei Eimer mit. Oder zwei. Zwei, komm. Ich nehme mal noch zwei Eimer mit. Sicher, sicher. So, dann stellen wir das Ding noch auf und dann gucken wir mal. Das erste Gold. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Wahrscheinlich nicht mal viel. Na? Komm her, fällst du rein. So. So, wir fahren noch schnell bei der Tanke vorbei und dann tanken wir das Ding noch fix voll. X. Leertaste. Krass, der Magnetitabschalter, aber der macht es bestimmt nicht so gut wie der Waschtisch, aber der Waschtisch kostet halt einfach zu viel. Aber
Warte mal, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Ne, Notizbuch. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, 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 Hammer. Ach so, raise the mats in the bucket. Start panning. Ah, siehst du, hätte ich doch mit der Pfanne da das machen sollen. Naja. Ich habe ja. Na, jetzt habe ich natürlich fast kein Geld mehr. Jetzt muss ja natürlich was rumkommen. Also, starten, dann können wir losmachen. Jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen Kohle machen, ne? Damit wir schon so Equipment haben. Da habe ich jetzt natürlich nicht geguckt, dass ich das tatsächlich doch in der Pfanne machen wollte. Das habe ich da unten ganz übersehen. Müssen nachladen hier so ein bisschen. Ui, ein bisschen tricky. Ruckelt doch ziemlich, weil diese Nachlader frei. Wir haben noch $864 und 0 Unzen Gold. Wenn ich das richtig gesehen habe, kann man diese Fabrik hier benutzen, um das Gold trennen zu lassen. Das ist irgendwie eine Magnetitfabrik. Jetzt lassen wir es erstmal hier. Und den Claim können wir Gold rausholen. So, wir fahren jetzt direkt hier hin. Achso, da kann ich bestimmt nicht langlaufen. Anders. Und parken wieder hier. Hier war eine gute Stelle zum Parken. So. Wir stellen das Ding dahin. Hier die Pumpe steht. Also müssen wir ganz scheiß dahin rauchen. Gut, wir könnten es auch hier stellen eigentlich. Stromaggregat. Parken wir mal hier. Schließlich, ich schaffe auch hier, falls wir dann doch mal eine Lampe noch hinstellen. Aber theoretisch könnte man das ja auch hier hinstellen. Oder? Steht doch. Naja, komm, nehmen. Da unten ist Dreckgeschäft und hier oben wird Gold gemacht. Muss man hinstellen, weil ich muss es so will. Warum denn? Richtig
so rumnehmen möchte, dann möchte ich dich doch so rumnehmen. Du bist ja ein lustiges Gerät. Naja, egal. So, das soll ein Eimer. Das soll ein Eimer hin. Und. Da soll ein Eimer hin. Und so, Stromkabel. Strom und Wasser brauchen wir noch. So, jetzt noch Wasser und dann müsste das doch eigentlich schon laufen. Ich hänge fest. So, den können wir doch da noch anklemmen. Und da. Ah ne, komm, das ist ja scheiße. Das ganze Ding jetzt hier aufnehmen. Dann ziehen wir das Kabel hier mal noch ab. Zack. Und dann immer das ganze Ding umstellen. Jetzt ein Stück mehr hin. Da ist der Wasseranschluss. Da ist der Wasser hin. Besser. Strom hier. So, jetzt die Eimer noch anklemmen. Und dann können wir. Na. Irgendwie ist das hier mit den Büschen auch ziemlich tricky. So, jetzt können wir das Ding eigentlich. So. Macht ja aus dem Sand. Hä? Dirt Gold. Ne, ich brauche trotzdem so eine Pfanne. Oder wie soll ich das jetzt hier verstehen? Gold, Dirt. Ach so, ja, okay, alles klar, ich verstehe. Nee, ich muss tatsächlich jetzt, also. Dann stellen wir den Eimer dahin. So, dann fahre ich jetzt nochmal schnell zum Händler. Ich sag euch schon mal Tschüss. Ich hole so eine große Wanne und eine Schürfwanne. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann wird Gold gewaschen. Also, bis dahin. Ciao.